Und kommt zu einem Video auf meinem Kanal, Leute. Und das ist nur ein kleines Infovideo, Leute. Weshalb mir eigentlich voll egal ist, ob wir hier 100 Likes drauf schaffen, ob meine Community aktiv ist. Wäre natürlich schön, damit ihr wisst, warum jetzt in nächster Zeit erstmal keine Videos kommen oder was der Grund ist für dieses Infovideo, Leute. Und zwar, Leute, habe ich mir letzte Woche Donnerstag den Arm beim Fußballspielen gebrochen, weshalb jetzt auch erstmal in nächster Zeit leider keine Videos kommen können. Das dauert dann 4 bis 6 Wochen. Und deshalb würde es mich mega freuen, wenn ihr bei dem Abo-Button die Glocke aktiviert, weil ihr so durch kein Video mehr verpasst, wenn ich dann wieder gesund bin. Und ich habe gerade ein Video versucht, ein Bug-Video aufzunehmen und euch da drin zu sagen, warum jetzt in nächster Zeit erstmal keine Videos kommen werden. Aber das kann ich leider nicht machen, weil ich das nicht hinkriege, nur mit einer Hand. Und ich habe mir halt den rechten Arm gebrochen und das ist ja der Schreibarm. Und jetzt habe ich meine Maus schon auf die linke Seite gemacht, dass ich wenigstens was am Computer googeln kann zum Beispiel. Und ich wollte euch das einfach nur mal sagen, weil ich finde, ihr seid meine Community und ihr wartet dann auf Videos, weil ich habe ja einen Uploadplan gemacht. Und wenn ihr dann wisst, Sonntag und Mittwoch soll immer 16 Uhr ein Video kommen und heute wird dann kein Video gekommen, denkt ihr euch, was ist da los? Und deshalb wollte ich euch einfach so sagen, dass mein Kanal nicht irgendwie, dass ich gequittet bin oder keine Ahnung was, sondern ich bin einfach nur zurzeit verletzt, weshalb keine Videos, wie gesagt, kommen können. Und ich habe meinen Vater schon gefragt, ob er mit mir mal vielleicht eine Challenge aufnehmen kann, dass er wieder spielt. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken. Und ich hoffe, dass ihr dafür Verständnis habt, weil ich kann nicht mit einem gebrochenen Arm Minecraft spielen oder generell Computerspiele. Und ich hoffe, dass ihr da auf jeden Fall Verständnis für habt. Wenn ihr da kein Verständnis für habt, dann ist es so. Und wenn, dann seid ihr auf jeden Fall korrekte Dudes. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall heute noch einen schönen Sonntag. Ich glaube, dass das Video nicht um 16 Uhr gekommen ist, sondern einfach davor, dass ihr nicht um 16 Uhr euch vielleicht freut, oh, jetzt kommt ein Video. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Sonntag und dann morgen einen schönen Montag und genießt den 1. Mai und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es mir wieder gut geht. Wenn ihr bisher auf jeden Fall dran geblieben seid, könnt ihr mal reinschreiben. Hashtag KeksFamily, es würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, bis dann, haut rein und ciao.